Ja, das ist von denen, von der Uhr her, muss noch bearbeitet werden. Vielleicht kann ich auch mit Herrmutter Stab dran an, das weiß ich nicht. Es hat da sogar geschimmelt. Weil es ist jetzt eben schon etwa 2 Monate dran. Und jetzt kommt auch immer mehr Sand oben runter. Sie sehen da oben. Ist es also beim Dach so, dass es direkt gefährlich ist. Wir wissen gar nicht, ob jetzt gerade etwas oben runter. Es tut eben, das ist Kautschuk, das tut sich mit den Ultraviolettstrahlen so verändern. Das hat sich jetzt hier mit dem Mur vereint. Im Zusammenhang mit einer Skulpturszene, die ich in dieser Zeit, wo ich das gemacht habe, auch noch in Lugano hatte. Und das ist ein Gastgarten und das sind eigentlich Wasserfälle. Und diese Wasserfälle, die sind einfach eine Art Verlängerung mit der Architektur von Wasser. Das hat sich also, mir hat heute gewissen gezeigt, dass der ganze Sommer, wo wir hier gearbeitet haben, hat es auch sehr viel Wasser gehabt. Und die Skulptur, wo ich jetzt meine, wo die wo am See ist, wo auch ein Wasserfall, also wo Wasser aus der Vase kommt, die ist hier, wo ich sie also fertig habe, wo ich sie installiert habe, ist sie also total unter Wasser gestanden. Also, der See ist also gerade so weit überlaufen, dass er, dass also alle Skulpturen, es ist eine Kulturausstellung, es ist das, was mich interessiert überhaupt. Das ist Architektur aus dem 19. Jahrhundert, also in dem Fall um 1900. Und ich bin jetzt eigentlich das erste Mal an einer Fassade und das ist deshalb, weil innen dran so gefährlich ist, dass ich an Mühe draussen bleibe und dass ich jetzt eigentlich im Sommer, dass es also noch möglich ist, gerade im Sommer noch daran zu arbeiten. Also in ein paar Wochen haben wir das also mit Abstand natürlich, ich bin immer wieder gekommen, habe ich daran geschafft und habe zum Glück einen Assistenten, der mir hilft, der Carlo Colombo, der das sehr schöne Arbeit gemacht hat. Ja, es ist eigentlich die Liebe zum Detail, auch zum Material. Das Material nochmal anlangen, da kommt man der Architektur so näher. Ich glaube, es wäre auch etwas für Architekten, wenn die Architekten mal müssten mit einem so einem Abmütungsprozess in Kontakt kommen.
Ik ben, als mij het hier rustig is, dat ik het zeker niet.